Hi, ja, und herzlich willkommen zum. Oh, wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele Wochen der nächste Monat überhaupt hat. April. Nicht aufgepasst. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, gut. Dann ist es das letzte Update, also letzte Video zum Themenmonat Zimmerprojekt. Gut, also. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich euch erzählen kann, also dass es ja einige Möbel gibt, die ich vom Schreiner brauche. Und diese besagten Möbel habe ich jetzt auch schon ungefähr im Kopf, wie ich die gerne hätte. Und da habe ich jetzt so ganz grobe Skizzierungen gemacht. Also, das ist jetzt wirklich sehr grob und ich möchte darauf hinweisen, ich bin kein Künstler. Ja, also da Leo bisher immer auf dem Boden, also mit seinem Stall ist, aber mich das echt gesagt stört und ich mir auch so denke, ich möchte auch in Zukunft noch Hasen haben und wenn ich dann immer mich so weit nach unten bücken muss, dann geht das halt ultra auf den Rücken. Und deswegen habe ich mir so überlegt, dass ich, wenn es möglich wäre, gerne Leo etwas nach oben, also höher stellen möchte, indem ich eine Kommode für ihn baue. Das hier. Das ist die Kommode. Und der Plan ist, diese Fläche, das ist Leo, da steht er drauf. Und dann ist da drunter eine Schublade, wo alles drin ist, was ich für ihn brauche. So sein, die Handschuhe zum Misten, die Leckerlis, die Tüten, wo es dann reinkommt und so weiter. Und hier hinten ist dann so eine leichte Erhöhung, damit, wenn man an den Stall zum Beispiel ranbockelt, dass er nicht gleich runterfliegt. Weil das ist so meine größte Angst, dass es dann so ist, dass er ja, runterfliegt. Und hier unten ist dann sind so Dinger, damit der Schrank ein bisschen hochbockig ist, dass man theoretisch unterm Schrank durchsaugen kann. Weil ich noch nicht sicher bin, wie hoch, weil ja, ich bin nicht so groß gewachsen und ich muss gucken, dass ich dann trotzdem noch den Hasen gemischt kriege. Ja, gut, weil sein Stall ist sehr hoch, also vom Gitter her. Ja, das sind dann so Sachen, wo ich dann erst dann überlege. Aber auf jeden Fall, das fände ich dann so ganz schön, so als für Leo, dass er dann auch so seinen Platz hat, wo er dann sein kann. Als nächstes zeige ich euch dann meinen zukünftigen Schreibtisch. Das wäre dann das hier. Und der Plan ist bei mir, dass das da hier so ein festes Regalding wird, wo ich einfach dann Sachen reintun kann, wie zum Beispiel meine Drucker, Papiere, meine Unterlagen und sowas, wo ich zur Bearbeitung brauche. Blöcke, Scheren, meine Feilen, halt so Zeug. Und auf der anderen Seite hier möchte ich ein Bein haben, das ein bisschen breiter ist und das dann, wenn möglich, einmal bis nach ganz hinten geht, also so die ganze Tischplatte breite entlang und dann aber dafür so mehrere verschiedene Holzlattern hat. Also dass das so ein bisschen aussieht wie so ein altmodischer Zaun, also auch gerne mit hell, dunkel, also das fände ich ganz schön. Und im hinteren Fach, also hinten an der Tischplatte, möchte ich so eine Öffnung haben, wo man dann sozusagen einen Kabelkanal macht, damit die Ke Kabel nicht überall rumhängen, damit der Leo und zukünftige Hasen da nicht so drankommen. Weil das wäre dann schon schön, wenn es dann nicht so ist, dass man da ständig so Angst haben muss, dass Leo sich dann elektrischen Schlag von den Kabeln holt. Ja, dann als nächstes, das ist der Einbauschrank. Ja, ist ein bisschen komisch von der Form her. Hat aber auch einen Grund, weil ich habe ja sozusagen, muss der Einbauschrank in der Form von einem Trapez sein, wegen der Heizung, die hinten ist. Und da habe ich mir gedacht, da wo hinten die Heizung ist, möchte ich so ein Ding haben, wo man so ein paar Gläser unterbringen kann oder auch ein paar Schüsseln, die ich gerade nicht brauche, die nur Platz verbrauchen und wo ich nicht direkt ran muss und das dann mit so einer Tür trennt.
Und vorne dann halt den Platz hat für das, was wichtig ist. Und da zum Beispiel auf der Seite dann meine Bettsachen und so. Also so Bettdecken und sowas. Und dann halt da vorne eine Schiebetür. Ja. Ja. Und dann zu guter Letzt, das ist mein ambitioniertestes Ding. Das ist das hier. Das wird dann mein Regal, wo ich dann hier so Bögen haben möchte, damit es einfach hübsch aussieht, so in einer leichten Treppenoptik. Und auf der Rückseite möchte ich, wenn es möglich ist, gerne eine Tischplatte haben, wo man nach unten klappen kann und dann theoretisch auch mal mit jemandem zusammen an einem Tisch essen kann, weil wir haben keinen Esstisch mehr seit ein paar Jahren. Seitdem ich meinen wunderschönen Kühlschrank bekommen habe. Und ja, dann würde ich da sozusagen eine neue Essgelegenheit, die aber halt nicht die ganze Zeit unten ist, sondern die man dann hoch und runter klappen kann, damit man einfach ja die Möglichkeit hat, das dann mal, also wenn man es nicht braucht, dass es einem nicht im Weg rum ist. Ja, das sind so meine Ideen momentanen Stands. Und das sind dann so diese Möbelideen, die ich habe. Was sich davon wie umsetzen lassen wird, muss ich dann mit dem Schreiner besprechen. Aber ja, und was dann wie viel kostet, ist auch noch so eine Frage. Aber ich hoffe einfach, dass so viel wie möglich von meinen Ideen dann irgendwie umsetzbar sind. Und ja. Gut, dann, das war eigentlich alles. Ich denke, meine nächsten Videos könnten tatsächlich dann schon die ersten, wir bauen um und so Videos sein. Aber es kann auch sein, dass es tatsächlich sich dann doch noch in April, also in Mai zieht. Aber das muss ich dann sehen. Ja, ich nehme euch dann mit, wenn ich dann meine Sachen, die Sachen, die ich fürs Zimmer brauche, hole. Sonst gibt ja auch nicht nur die Möbel, sondern es gibt ja auch so Sachen wie Gardinen, die ich noch brauche. Weil auch wenn ich dann ja, einen Rollladen habe, gibt es ja auch Tage, wo man sich zum Beispiel ja einfach nur ein bisschen das Licht aussperren möchte. Und dann ist da eine Gardine schon ganz praktisch. Das war alles, was ich dazu zu erzählen habe. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche der Ideen euch so am besten gefällt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.